Yo, was geht's? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon am Titel, und zwar geht's heute wieder um das Editieren, also wie man sich schnell im Editieren in Fortnite verbessern kann. Ich habe ja schon circa vor einer Woche ein Video zu diesem Thema hochgeladen, also zum Thema Editieren. Und ich habe gemerkt, dass das Thema auf jeden Fall sehr hoch bei euch nachgefragt ist. Also viele von euch brauchen einfach Hilfe, wenn es ums Thema Editieren geht, wie man sich im Editieren verbessern kann. Und natürlich bin ich dafür wirklich sehr gerne am Start, Jungs, und deswegen erkläre ich euch heute wieder einige Dinge, die extrem grundlegend und wichtig dafür sind, wie schnell ihr in Fortnite editiert. Und wir werden uns heute nicht irgendwelche Basic-Sachen angucken, die wichtig zum Editieren sind, das hat ich ja schon alles im letzten Video erklärt, sondern wir fokussieren uns heute auf die Einstellungen, also wir gucken uns an, welche Einstellungen wichtig dafür sind, wie schnell und wie gut man am Ende des Tages in Fortnite editiert. Und ich bin mir 100% sicher, dass wenn ihr alle Einstellungen, die ich heute zeigen werde, versteht und auch nutzt, dass ihr euch dann schnell im Editieren auf jeden Fall verbessern könnt. Aber lasst natürlich jetzt gerne, bevor wir reingehen, ein Like auf dem Video erstmal da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, Jungs, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sind nämlich, wie ihr wisst, auf dem Weg zu den 100.000 Abonnenten und wir haben auch übrigens die 90.000 Abonnenten gestern geknackt, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Also abonniert wirklich gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wir sind wirklich so kurz davor, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Und natürlich könnt ihr auch gerne den Creator-Code RubyXNice im IT-Shop eintragen. Und passend dazu habt ihr jetzt wie immer die Leute eingeblendet, die meinen Creator-Code eingegeben haben und mir dazu auf Instagram ein Foto geschickt haben. An dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank fürs Eintragen, weiß ich sehr zu schätzen. Und falls euer Name auch im nächsten Video stehen soll, dann könnt ihr mir einfach ein Foto auf Instagram schicken, wie ihr meinen Creator-Code eingegeben habt und dann werdet ihr auch im nächsten Video eingeblendet. Und ich würde sagen, dann reicht es auch erstmal mit dem Intro hier und ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Thema des Videos. So Jungs, wir starten direkt mit der ersten Einstellung und ich kann schon direkt sagen, dass diese erste Einstellung fast niemand von euch kennt, also niemand weiß, dass diese Einstellung das Editieren extrem krass beeinflusst und wie wichtig eigentlich diese Einstellung für das Editieren ist. Und um euch überhaupt die Einstellung erklären zu können, muss ich euch erstmal was zeigen, also was mit der Einstellung zusammenhängt. Und zwar kennen wahrscheinlich viele von euch die Situation, dass wenn man ja so ganz normal editiert, dass es dann manchmal so Situationen gibt, wo man einfach nicht in das Edit-Menü reinkommt, obwohl man die Edit-Taste klickt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so editiere, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier irgendwie so ein Double-Edit mache, dass ich dann, nachdem ich den Boden editiert habe, dass ich dann die Cone editieren möchte. Aber wenn ich meine Edit-Taste drücke, also wenn ich, also in meinem Fall halt die L3-Taste, wenn ich die Taste drücke, dass ich dann einfach nicht die Cone editieren kann, also dass ich nicht in dieses Menü komme, obwohl ich halt die Taste drücke. Und um euch das ein bisschen besser zu veranschaulichen, zeige ich euch mal ein Beispiel, wie ich das genau meine. Ihr seht in dem Beispiel, dass ich jetzt ganz normal die ganzen Edits mache und danach aus dem Nix ich nicht mehr editieren kann. Also obwohl ich meine L3-Taste, also meine Edit-Taste drücke, komme ich einfach nicht in das Edit-Menü rein. Ihr seht an dem eingeblendeten Controller, dass ich L3 wirklich zum richtigen Zeitpunkt drücke, aber einfach trotzdem nicht ins Edit-Menü reinkomme. Und das hat nichts mit mir zu tun, dass ich irgendwie die Taste irgendwie zu früh drücke, also die L3-Taste, also meine Edit-Taste zu früh drücke oder sowas, sondern das ist einfach ein Bug, der aktuell in Fortnite ist und den gibt es nicht erst seit gestern oder erst seit heute oder sowas, sondern diesen Bug, dass man einfach nicht ins Edit-Menü reinkommt, also dass man auf einmal nicht mehr editieren kann, während man halt am Bauen und Editieren ist. Diesen Bug gibt es locker schon seit 2 bis 3 Monaten, aber es gibt eine ganz einfache Einstellung, wie man diesen Bug lösen kann, also dass man einfach ohne Probleme weiter editieren kann. Und dann müsst ihr dafür logischerweise erstmal in die Fortnite-Settings reingehen. Und das Ganze gilt sowohl für Controller-Spieler als auch für Maus- und Tastaturspieler. Nur für die Maus- und Tastaturspieler gibt es noch eine weitere Einstellung, die man einstellen muss. Und zwar finden wir die erste Einstellung hier im zweiten Bereich, also unter Spiel. Und hierfür müssen wir ganz runter scrollen und hier finden wir dann unter Gebäude die Einstellung Vorbearbeitung deaktivieren. Was diese Einstellung normalerweise bringt, wissen wahrscheinlich viele von euch. Also wenn ich Vorbearbeitung deaktivieren auf Aus habe, dann kann ich zum Beispiel jetzt hier irgendwie, bevor ich die Wall place, zum Beispiel die Wall schon im Vorhinein editieren. Das heißt, es würde die Wall die ganze Zeit so gebaut werden. Sollte jeder von euch kennen, also Vorbearbeitung ist ja genau das. Und wenn die Einstellung eben aktiviert ist, also wenn Vorbearbeitung deaktivieren auf angestellt ist, dann kann ich eben, wenn ich ganz normal bauen und editiere, nicht ins Edit-Menü kommen, bevor ich die Wall geplaced habe. Also wenn ich jetzt hier die Wall vorher schon bearbeiten möchte, geht das nicht. Also ich drücke hier L3, es passiert nichts. Das heißt, die Einstellung zum Vorbearbeiten fällt komplett raus, wenn man das Ganze aktiviert. Aber diese Einstellung bringt eben, wenn man das Ganze aktiviert hat, einen Bug mit sich. Nämlich eben diesen Edit-Bug, dass man, während man baut und editiert, halt aus dem Mix nicht mehr editieren kann. Und deswegen ist meine Empfehlung an euch, dass ihr auf jeden Fall jetzt, bis dieser Bug irgendwie gefixt ist, aber wie gesagt, der ist schon seit 2-3 Monaten drin. Das heißt, irgendwie, ich weiß nicht, was Fortnite da macht, aber anscheinend sind die, also ist ihnen anscheinend nicht bewusst, dass diese, also dass dieser Bug im Spiel ist. Deswegen habt auf jeden Fall Vorbearbeitung deaktivieren momentan auf aus. Damit umgeht ihr den Bug und ihr könnt sehen, wenn ich das gleiche wie gerade gezeigt weitermache, jetzt kann ich die ganze Zeit ganz normal editieren. Also es kommt nie die Situation, dass ich nicht in das Edit-Menü reinkomme. Also ich könnte das hier, außer wenn ich jetzt verkacke, stundenlang weitermachen. Und es werden vielleicht viele von euch sagen, dass es irgendwie trotzdem dann scheiße ist, weil man halt beim Editieren dann manchmal aus dem Nix ja irgendwie aus Versehen Pre-Edits oder so reinmacht. Aber vertraut mir, Jungs, wenn ihr Pre-Edits für eine ganze Weile anhabt, das heißt, wenn ihr Pre-Edits einfach drin lässt und die also Einstellung deaktiviert, dann gewöhnt ihr euch wirklich relativ schnell dran. Also es ist eigentlich kein Problem, sich an die Einstellung schnell zu gewöhnen. Es wird vielleicht am Anfang vorkommen, dass ihr
hin und wieder mal beim Editieren und beim Bauen aus Versehen pre-edit macht, aber wenn ihr das eine ganze Weile spielt, dann werdet ihr euch daran gewöhnen und dann werdet ihr nur noch in den seltensten Fällen mal ein pre-edit machen. Und ich finde, es ist einfach viel mehr wert, diese Einstellung deaktiviert zu haben, also vorbearbeiten zu können und dafür halt keinen Edit-Bug zu haben, als dass man einen Edit-Bug hat und dafür dann einfach nicht pre-editen muss. Aber das war jetzt bisher nur für Controller-Spieler erklärt. Also Controller-Spieler müssen die Einstellung nur deaktivieren und das war's. Aber für Maus- und Tastaturspieler bleibt der Bug bestehen, wenn man diese Einstellung deaktiviert, aber nichts anderes macht. Also ihr müsst noch eine zusätzliche Sache machen, wenn ihr diesen Bug loswerden wollt. Und zwar müsst ihr nochmal in eure Tastenbelegung gehen, also als Maus- und Tastaturspieler. Und hier geht ihr jetzt relativ weit nach unten und zwar zu Sonstiges. Und jetzt müsst ihr hier bei Schnellleiste, ihr habt hier wahrscheinlich nichts ausgewählt. Hier müsst ihr jetzt einfach eine Taste auswählen, die ihr einfach gar nicht auf eurer Tastatur klickt. Also am besten einfach eine Taste von der rechten Seite. Ich nehme jetzt einfach mal die Entferntaste auf meiner Tastatur. Die Taste werde ich nie im Leben, wenn ich spiele, drücken. Jetzt habt ihr, wie ihr sehen könnt, wenn man Maus- und Tastaturspieler ist, eine weitere Taste da unten rechts stehen, nämlich die Entferntaste, die ich gebannet habe. Und damit wäre dann auch für Maus- und Tastaturspieler dieser Edit-Bug gefixt. Also den Bug, den ich gerade gezeigt habe. Und dann habt ihr auch keine Probleme. So, und jetzt nachdem wir den Edit-Bug gefixt haben, also nachdem wir jetzt Vorbearbeitung deaktivieren ausgestellt haben, können wir schon mal ohne Probleme editieren. Aber jetzt kommen wir zu den richtigen Einstellungen, die extrem helfen, um schneller zu editieren. Also die wirklich auf Dauer dazu führen, dass man schneller und besser editiert. Und wir fangen da erstmal an mit dem grundlegendsten, und zwar ist das die Edit-Taste. Und wir werden hier sowohl für Controller-Spieler das Ganze erklären, was die beste Edit-Taste ist, als auch für Maus- und Tastaturspieler. Und wir fangen erstmal mit den Controller-Spielern an, was die beste Taste zum Editieren ist. Und ihr seht schon, ich selber editiere auf L3. Das heißt, ich editiere halt ganz normal mit meiner L3-Taste. Ich muss also nur den linken Stick reindrücken. Und für mich persönlich ist das der beste Edit-Point. Also egal, ob man Claw oder nicht Claw spielt, L3 ist einfach wirklich ein guter Allrounder. Man kann sowohl, wie gesagt, auf Claw als auch auf nicht Claw spielen. Auch mit dem Scuff kann man mit L3 editieren. Aber dazu werde ich gleich noch was sagen. Also L3 ist wirklich eine ganz solide Taste. Dann eine weitere Taste, die sich gut zum Editieren anbietet, ist das Touchpad. Wobei ich ja sagen muss, dass ich als Non-Claw-Spieler, also wenn man kein Claw spielt, nicht empfehlen würde, mit dem Touchpad zu editieren. Also editiert auch wirklich nur mit dem Touchpad, wenn ihr vorhabt, mit dem Zeigefinger zu editieren. Also wenn ihr mit dem Zeigefinger vorhabt, das Touchpad zu klicken. Weil mit dem Daumen macht es weniger Sinn, wenn man die ganze Zeit hier irgendwie mit dem Stick aufs Touchpad gehen muss. Also man kann sagen, dass Touchpad sich gut eignet, wenn man Claw spielt, also wenn man mit dem Zeigefinger das Touchpad klickt. Ansonsten eine gute Taste, die man noch wählen kann, ist, wenn man einen Scuff-Controller hat, und da ist es wirklich der Paddle. Also man hat ja beim Scuff-Controller, wie ihr wisst, hinten 2 Knöpfe oder 4 Knöpfe, je nachdem, was für einen Scuff man hat. Und da ist wirklich die beste Taste mit Abstand der Paddle, also dass man ein Paddle zum Editieren nutzt. Das macht wirklich jeder Pro, also jeder Controller-Pro, der einen Scuff hat, der benutzt auch ein Paddle zum Editieren, das könnt ihr überall nachschauen. Ist auch das Schlauste, weil man dort ja auch halt immer seinen Finger drauf hat und damit kann man auch wirklich sehr schnelle Edits bekommen. Aber für mich ist, wie gesagt, Platz 1 auf jeden Fall L3, weil man das, egal auf welchem Controller, egal ob man Claw oder nicht Claw spielt, wirklich immer nutzen kann und damit wirklich sehr solide Edits bekommen kann. Und falls man L3 nicht nutzen möchte, da kann man Touchpad usen, da wie gesagt eher für Claw. Und wenn man Scuff hat, dann auf jeden Fall ein Paddle. Das sind so die 3 besten Tasten, die man zum Editieren nutzt. Was ich euch nicht empfehlen würde, wäre auf einer Flächentaste zu editieren. Also ich würde euch nicht empfehlen, auf den Kreuztasten hier zu editieren oder hier auf den rechten Tasten hier, da das einfach wirklich sehr mühsam ist, vor allem wenn man Non-Claw spielt, immer da drauf zu gehen mit dem Daumen. Damit kann man auf Dauer wirklich keine schnellen Edits bekommen, also würde ich euch auf jeden Fall von abraten. Und auf Maus und Tastatur ist es eigentlich relativ überschaubar, da gibt es auch eigentlich nur 3 Tasten, die zur Auswahl kommen, und zwar editieren wahrscheinlich die meisten von euch mit G. Also G ist ja eine Standardtaste, ich glaube, die ist auch ganz normal Standard belegt, man halt mit G editiert. Ist keine schlechte Taste, auf gar keinen Fall auf der Tastatur. Aber was sich auf jeden Fall besser anbietet, ist F. Weil F ist direkt neben der WASD-Taste, also neben der D-Taste. Das heißt, man kann, wenn man sich zum Beispiel nach rechts bewegt, direkt mit einem Finger zu F greifen. Das ist deutlich näher als G. Und das kann auf jeden Fall auch zu schnelleren Edits führen, wenn man mit F editiert. Was sich sonst noch anbietet, ist natürlich auch E. Denn die E-Taste ist direkt neben der W-Taste, also neben der Fortbewegungstaste. Also das sind so die 3 meistgenutzten Tasten, E, F und G. Eine andere Taste, die sich vielleicht noch weiter rechts befindet, zum Beispiel irgendwie J oder so, auf gar keinen Fall. Und so das Ranking wäre für mich F, danach E und danach G. Aber eines von den 3 auf jeden Fall nutzen, also keine andere Taste. Also E, F und G sind wirklich perfekte grundlegende Tasten zum Editieren auf Maus und Tastatur. Dann gehen wir rüber zu einer weiteren wirklich sehr wichtigen Einstellung, die viele von euch wirklich gar nicht so richtig wahrnehmen, habe ich das Gefühl, und sich so gar nicht so richtig damit auseinandersetzen, was wirklich besser ist. Und die Einstellung finden wir wieder im zweiten Bereich unter Spiel, und zwar unter Gebäude, und zwar ist das Bearbeitung beim Loslassen bestätigen, also Edit on Release. Das sagt wahrscheinlich den meisten von euch was. Falls ihr noch nicht genau wisst, was das Ganze ist, ich kann das ganz kurz mal erklären. Wenn man Edit on Release, also Bearbeitung
Bearbeitung beim Loslassen bestätigen aus hat. Dann müsste ich jetzt beim Editieren, das heißt, wenn ich jetzt diese Wand editieren will, halt meine Edit-Taste drücken, also in meinem Falle R3, L3. Also ich müsste L3 drücken, dann den Edit auswählen. Und wenn ich jetzt die R2-Taste loslasse, also, oder halt auf Maus und Tastatur, wenn ich jetzt bei der Maus die linke Maustaste loslassen würde, dann würde der Edit nicht bestätigt werden. Das heißt, ich lasse jetzt R2 los. Und ihr seht, der Edit wird immer noch, also bleibt immer noch so ausgewählt. Und ich müsste jetzt, um den Edit zu bestätigen, noch eine weitere Taste drücken. Und zwar in meinem Fall die R1-Taste. Also ich muss jetzt nochmal R1 drücken und dann wird der Edit erst bestätigt. Also man muss jeden Edit dann damit halt einzeln bestätigen. Und wenn das Ganze aktiviert ist, dann ist es logischerweise andersrum. Das heißt, wenn ich jetzt hier editieren will und das Ganze, also denselben Edit jetzt einfach auswähle und jetzt die R2-Taste loslasse oder halt die linke Maustaste auf der Maus, dann wird der Edit automatisch bestätigt. Also ich muss jetzt hier keine zusätzliche Taste zum Bestätigen nutzen. Und viele denken jetzt, ja, hier, weil man hier keine zusätzliche Taste drücken muss, ist Edit on Release auf An automatisch besser. Aber das ist gar nicht so, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und zwar erkläre ich euch jetzt die Vor- und Nachteile bei Edit on Release On und Off. Und ich erkläre euch, wozu ich euch raten würde, was besser ist zum Spielen. Wenn man Edit on Release, also Bearbeitung beim Loslassen bestätigen auf Aus hat, dann hat man zwei grundlegende Vorteile, die man, wenn man das Ganze auf angestellt hat, nicht hat. Und zwar zum einen hat man jetzt die Möglichkeit, sobald man halt den Edit ausgewählt hat, dass man sich dann nochmal positionieren kann, nachdem man den Edit ausgewählt hat. Also ich kann jetzt zum Beispiel mich hier hinter der Wand ein bisschen besser positionieren und dann, seht ihr schon, bin ich hinter der Wand geschützt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Peakshot machen will, dann kann ich hier perfekt hochspringen und einen Peakshot machen, weil wenn ich das jetzt mal einstelle, guck mal, ich zeige euch das ganz kurz, wenn ich jetzt Edit on Release wieder anmache und denselben Edit jetzt machen wollen würde, also ich werde jetzt hier den Edit auswählen und will mich jetzt hinter der Wand stellen, dann geht das nicht, weil ihr seht, automatisch wählt es einen weiteren Edit aus. Also man kann sich, wenn man das Ganze auf angestellt hat, nicht vernünftig positionieren und wenn man dann so einen Edit macht, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass man Damage bekommt vom Gegner, weil man halt einen viel schlechteren Peak auf den Gegner dadurch halt macht. Also das ist schon mal Vorteil Nummer 1. Allgemein kann man auch durch Edit on Release auf Aus deutlich kontrolliertere Edits bekommen, weil man halt jeden Edit nochmal extra bestätigen muss. Das heißt, man hat wirklich die volle Kontrolle darüber, welche Edits man jetzt macht und welche nicht. Weil wer kennt sich, wenn man das Ganze auf ausgestellt hat, dann kommt es voll auf vor, dass man einfach einen Edit bestätigt, obwohl man den Edit eigentlich gar nicht machen wollte, weil man halt direkt durch das Loslassen bestätigt. Also kontrolliertere Edits ist auch ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall durch Edit on Release auf Off ermöglicht wird. Und diese zwei grundlegenden Sachen sind schon mal sehr, sehr ausschlaggebend, warum man überlegen sollte, auf Edit on Release of Off zu wechseln. Aber jetzt kommt eine Sache, die vielleicht den ein oder anderen von euch verwirren wird. Und zwar kann man durch Edit on Release of Off viel, viel schnellere Edits bekommen. Und jetzt fragen sich vielleicht viele von euch so, warum man schnellere Edits bekommt, weil man ja jeden Edit extra bestätigen muss. Aber das ist tatsächlich wirklich so, weil wenn man das Ganze trainiert, also wenn man wirklich Edit on Release of Off trainiert, also dieses regelmäßige Bestätigen trainiert halt und sich gute Muscle Memory aufbaut, da kann man deutlich schneller einen Edit bestätigen als das, wenn man das mit dem Loslassen macht. Also das Bestätigen kann in der Theorie auf jeden Fall deutlich schneller funktionieren, als wenn man loslässt. So, das Ganze ist halt wirklich Angewöhnungssache, also man muss auf jeden Fall viel dafür spielen, Edit-Timing ordentlich trainieren. Aber man kann auf jeden Fall, wie gesagt, dadurch vom Prinzip her deutlich schnellere Edits bekommen. Also man hat hier so gesehen drei Vorteile, die man, wenn man Edit on Release of An spielt, nicht hat. Nur jetzt kommen wir zu den Vorteilen, die man mit Edit on Release of An hat. Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, nämlich ist Edit on Release of An wirklich 10-mal einfacher. Wenn man sich halt hier nicht immer die Mühe machen muss, irgendwie ein Edit extra zu bestätigen, also es ist wirklich deutlich entspannter. Man muss auf viel weniger Sachen achten. Und deswegen kann ich schon verstehen, warum man Edit on Release of An spielt, weil es halt wirklich extrem entspannt ist. Man kann wirklich auf einfachste Art und Weise editieren. Was ich euch aber empfehlen würde, ist, dass wenn ihr unzufrieden mit euren Edits seid, dass ihr wirklich in Erwägung zieht, einfach mal Edit on Release of Off zu spielen. Also, dass ihr einfach das Ganze ausmacht und einfach so dann anfangt zu editieren. Ich würde aber Edit on Release of Off auf Controller aber nur empfehlen, wenn man Double Bind spielt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Begriff, der auch hier in diesem Video vorkommen wird. Und zwar ist das Double Binds, wie ihr gehört habt. Double Binds erkläre ich auch nochmal kurz, was das heißt. Wenn man also Edit on Release hier auf Aus hat, dann sollte man auf Controller eine weitere Sache machen. Nämlich sollte man eine Taste, die nicht die Edit-Taste ist, zum Bestätigen auswählen. Also ihr seht, ich editiere ja mit L3. Das heißt, ich muss das Ganze, wenn ich Double Binds nutzen will, so einstellen, dass wenn ich jetzt den Edit ausgewählt habe, dass ich dann nicht wieder mit meiner Edit-Taste, also nicht wieder mit der L3-Taste bestätige, sondern mit einer anderen Taste. In meinem Falle halt R1. Auf Maus und Tastatur ist es aber genau das Gegenteil. Also auf Maus und Tastatur solltet ihr auf derselben Taste editieren und auf derselben Taste bestätigen. Und das ist auch so, wenn ihr nichts geändert habt, also wenn ihr zum Beispiel mit G editiert, dann solltet ihr, wenn ihr Edit on Release of Aus habt, auch wieder mit G bestätigen und nicht mit einer anderen Taste, irgendwie mit F oder sowas. Das macht auf Maus und Tastatur gar keinen Sinn. Also achtet auf jeden Fall darauf. Und vertraut mir, natürlich werdet ihr dann nicht von Anfang an auf demselben Niveau spielen, wie wenn ihr Edit on Release of An hättet. Aber wenn ihr auf Dauer dann halt euch erstmal damit einspielt, also euch mit Edit on Release of Aus ordentlich einspielt, dann werdet ihr euch auf Dauer auf jeden Fall schnell im Editieren verbessern. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Deswegen auf jeden Fall die Motivation, falls ihr wechselt, beibehalten. Und ja, Jungs, ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle hier mit dem Video weiterhelfen. Falls es so war und ihr einiges hier aus diesem Video mitgenommen habt, dann lasst jetzt gerne ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und vergesst, wie gesagt, auch nicht den Kanal zu abonnieren, Jungs. Wir sind, wie gesagt,
kurz vor den 100.000 Abonnenten, es fehlt nicht mehr viel. Doch knapp 10.000 Abonnenten und da haben wir es wirklich geschafft. Deswegen gerne abonnieren, Jungs, das würde mir sehr viel bedeuten. Hier kommt aktiver Content. Ich versuche alle 2 Tage hochzuladen. Würde mich sehr supporten. Und Jungs, nicht vergessen, diesen Samstag ist auf meinem Twitch-Kanal ein 12-Stunden-Stream. Also da sind wir 12 Stunden am Stück live. Von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Seid sehr, sehr gerne auf Twitch am Start, das würde mir auf jeden Fall sehr viel bedeuten. Wie gesagt, diesen Samstag von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Wir werden Arena spielen, Custom spielen, Sommer spielen, One-on-Ones machen. Also wirklich gefühlt alles machen. Das Ganze auch mit Handcam, also ihr werdet dann noch sehen können, wie ich so im Stream mit der Handcam so spiele. Also kommt gerne vorbei. Ist ein Open-End-Stream, also pro Sub und pro 5-Euro-Spende und so weiter. Stream ich auch 5 Minuten länger. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Samstag am 6.1. also vorbeikommt. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Falls ihr Fragen habt, kommentiert die gerne. Ich versuche euch in den Kommentaren weiterzuhelfen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.